Willkommen zu Recent TV am 8. März 2013. Ich bin Alex Benisch, Ihr Moderator, und wir sind live für die nächsten rund 60 Minuten. Wir haben den Freitag hier, denn ja. Morgen sind wir den ersten Tag auf der IWA und Outdoor Classics Messe in Nürnberg. Das riesige Messezentrum gestopft voll mit Ausstellern, Fachpublikum. Das Ganze müssen Sie sich ungefähr so vorstellen wie die Love Parade für Gun Nuts und Outdoor Fans. Wir waren schon mal auf der IWA und das war 2011. Sie finden den Beitrag auf unserem YouTube-Kanal. Einfach googeln nach Alexander Benesch oder Recent Tab. Und das letzte Mal war ein bisschen spontaner, um nicht zu sagen Hals über Kopf. Wir haben uns konzentriert auf Waffen und Waffenrecht, hatten ein interessantes Interview mit einem Vertreter vom Forum Waffenrecht. Können Sie alles nachgucken. Dieses Mal wollen wir eben auch viel berichten über Outdoor und Kleidung. Was ist Survival-Hype? Was ist overhyped und was ist tatsächlich hier nützlich und interessant? Es gibt so viele Firmen dort und zum Glück haben wir den Kapitalismus. Nicht alle Firmen, die dort ausstellen, sind toll, nicht alle Firmen sind anständig, manche sind noch gar nicht da, HK. Und bei manchen Firmen wie Heckler & Koch mögen einfach den zivilen Markt nicht besonders, so scheint es zumindest, sondern verkaufen lieber an Regierungen. Wir wissen das selbstverständlich, also wir sind nicht Fans von jeder Firma, die dort ist, ganz und gar nicht. Und manche Leute sagen mir, was ist mit der Waffenlobby und die Waffenlobby? Nur die Waffenlobby, das sind einerseits die Sportschützen, das sind Home Defense Leute und. Dann gibt es unzählige Hersteller. In den USA gibt es immerhin noch sehr, sehr viele, aber einige sind inzwischen schon aufgekauft in sehr seltsamen Konglomeraten und es gibt auch eine ziemliche Flaute inzwischen, was Nachschub anbetrifft in Deutschland. Gibt auch einige sehr, sehr schöne Firmen, die sehr gute Produkte machen, also nicht nur im Bereich Waffen, sondern auch im Bereich Outdoor. Das ist nicht so wie im Sozialismus, wo die Partei alle Betriebe kontrolliert und eine kleine Auswahl an Produkten herstellt von mäßiger Qualität oder wankelnder Qualität, sondern hier haben wir eben die Auswahl noch, kann man sagen. Außerdem, wir sind in den letzten Zügen unseres ersten Imports von Legacy Premium Food. Das ist ein bisschen komplizierterer Vorgang. Für die nicht wissen, wovon wir hier reden, Legacy Premium Food, ein amerikanischer Anbieter. Ich glaube nicht, dass die auf der IWA vertreten sind. Aber man findet, glaube ich, auf den amerikanischen Shows auch solche Firmen. Jetzt im Bereich Outdoor, die SHOT Show. Bin ich ganz sicher, ob da die Hersteller hingehen. Und hier eine ganz, ganz interessante amerikanische Firma. Und wir haben uns hier eben schlau gemacht, wie das Ganze funktioniert. Es ist gar nicht so einfach, Nahrungsmittel in die Europäische Union nach Deutschland zu bringen. Die US-Firma muss Produkte für den Export überhaupt erstmal zulassen. Dann muss sie den Ausfuhrzoll übernehmen mit den ganzen Formalitäten. Dann übernimmt die Spedition, das Ganze hier rüberbringt und in die deutschen Zollbestimmungen erledigt. Und die sind bei Nahrungsmitteln richtig extrem. Das ist genauso, als würdest du Mystery Meat oder Spezialhuhn aus Malaysia importieren. Ganz egal, ob das eine amerikanische Traditionsfirma ist, die seit Jahr und Tag das Ganze produziert, das ist den deutschen Behörden erstmal wurscht. Da muss dann noch vielleicht ein Veterinär dran. Und wenn das nicht alles in irgendwelche Kategorien eingeteilt ist, dann bleibt das Paket in Limbo oder die Palette in Limbo und geht nicht an den Kunden. Also wir haben schon einiges an Nachfrage für Legacy Premium Food. Wir sind nicht diejenigen, die sich auf irgendwelchen Herstellern ausruhen oder die sagen, naja, das haben wir schon immer so gemacht und es gibt keine anderen und wir machen uns gar nicht die Mühe. Wir schauen über den Teller ran, wir versuchen, ihnen die besten Preise zu bringen. Und wenn alles wunderbar so funktioniert, wie wir das jetzt alles sorgsam vorbereitet und in Gang gesetzt haben, dann wird es für Sie, meine lieben Kunden, richtig, richtig billig. Also Qualität 100%, frei von Gentech, sportbillig. Also so können Sie sich Ihr Nahrungsvorrat aufbauen. Und jetzt nicht nur für Extreme Prepping, also so, was Sie im Fernsehen immer sehen, auf Doomsday Preppers, wo dann Leute in ihren Bunkern sitzen und Bunkergulasch machen, die wahrscheinlich beim Hochsteigen der Treppe schon einen Herzinfarkt kriegen, sondern Sie können auch sicher gehen, wenn die Nahrungsmittelpreise explodieren, und das werden Sie garantiert, weil einfach die Nachfrage immer weiter steigt und das Angebot immer knapper wird. Die meisten Nahrungsmittel sind im absoluten Minus und so weiter. Das ist keine große Überraschung. Und ich glaube, Legacy ist sogar so billig, genauso wie eFoods Direct, einer der wichtigsten Sponsoren des Alex Jones Programms, Alex Jones Show, Nightly News und so weiter, Infowars.com. eFoods Direct, Legacy Food, von dem
von der Preisgebung her ist es ungefähr so, als würden sie ganz normal einkaufen, ihre Lebensmittel. Das heißt, es ist keine absolut super teure Hyper-Spezialnahrung, die man irgendwelchen Tracking-Hikern hier in Europa verkauft, wo sie dann so hier 30 Gramm Packungen haben für 10 Euro und das Ganze ist natürlich völlig an der Realität vorbei. Also, wir geben uns hier Mühe, selbstverständlich, weil wir wissen, wie wichtig das alles ist. Hier ist ein interessanter Clip von Ron Paul, den jemand ausgegraben hat. Ron Paul sieht ungefähr 30 Jahre jünger aus als jetzt und war damals schon alt. Ja, Ron Paul war vor 30 Jahren schon alt. Dann das Ganze auf recenter.com. Unter dem Bereich Selbstschutz. Ron Paul mit AR-15-Gewehr über den zweiten Verfassungszusatz. Möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Sehr, sehr gelungenes Video. Für alle Freiheitlichen dort draußen. Dr. Ron Paul, beinahe Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei, obwohl er sich nicht als Republikaner sieht. Zumindest nicht als Vertreter der derzeitigen Politik der Republikaner. Die Republikaner früher waren non-interventionistisch, small government, fiscal responsibility. Also ich längst Vergangenheit. Also hier ist der Clip und werden schnell hier die Übersetzung on the fly einsprechen. Das kennen Sie, was hier manchmal aus Zeitgründen passiert. Hier ist Dr. Paul. Vielleicht versuchen wir das Ganze hier in Vollbild zu kriegen. Niemand hat das Recht, Ihnen vorzuschreiben, kein Buch veröffentlichen zu dürfen, weil Sie vielleicht jemanden damit verleumden könnten. Niemand schreibt Ihnen vor, dass Sie kein Automobil besitzen dürfen, weil vielleicht damit ein Unfall passiert. Und niemand sollte Ihnen vorschreiben, dass Sie keine Schusswaffe besitzen dürfen, weil sie vielleicht missbraucht werden könnte. Wenn jemand verleumdet wird, kann derjenige vor Gericht ziehen. Wenn jemand mit einem Automobil einen Unfall verursacht, kann das vor Gericht geklärt werden. Genauso ist es mit Schusswaffen. Wird eine missbraucht, ist es eine Angelegenheit für die Gerichte. Leider setzt die Regierung nicht das Gesetz um gegen jene Individuen, die Gewaltverbrechen begehen. 70% der Verbrechen in diesem Land werden von Individuen begangen, die vorbestraft sind. Dieses Gewehr hier sieht sicherlich gefährlich aus, ist aber nicht im geringsten tödlich, es sei denn, ich richte es auf jemanden und betätige den Abzug. In den Worten von Thomas Jefferson, wir sind von unserem Schöpfer mit bestimmten unveränderlichen Rechten ausgestattet und unter diesen Rechten ist dasjenige, um sich selbst zu verteidigen, seine Familie und den eigenen Besitz. Unglücklicherweise gibt es in jeder Gesellschaft diejenigen, die zur Gewalt greifen, um zu bekommen, was sie wollen. Man kann unmöglich einen Polizeibeamten an jeder Ecke stehen haben, um uns zu beschützen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf dem Recht beharren, uns selbst zu verteidigen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den zweiten Verfassungszusatz im Kontext der gesamten Bill of Rights betrachten. Unsere Freiheiten basieren auf der sogenannten libertären Philosophie. Das heißt, wir haben das Recht, alles zu besitzen, was wir wollen, auch Schusswaffen, solange wir niemand anderem schaden. Die Verfassung gibt uns dieses Recht. Der beste Weg, um dieses Recht zu schützen, ist dessen Ausübung. Wenn wir unsere Freiheit für Sicherheit opfern, verlieren wir beides. Dr. Ron Paul mit einem AR-15. Und vergessen Sie nicht, Dr. Ron Paul. Dr. Ron Paul war einberufen worden für den Krieg, ich glaube, in Vietnam. Ist auch gegangen, obwohl er schon Kinder hatte im Vergleich zu seinen Politiker-Kollegen, in Anführungszeichen. Natürlich dann nicht gegangen sind, weil sie Aufschübe bekamen und so weiter und so weiter und so weiter. Also Ron Paul natürlich nicht nur ein Weekend-Warrior oder jemand, der nicht weiß, wovon er spricht, jemand, der auch nicht leichtfertig hier eine Waffe einsetzen würde. Und das auch bei der IWA dieses Jahr werden wir selbstverständlich wieder auf das Thema Waffenrechte sprechen kommen. Gibt sicherlich wieder einiges Interessantes, Neues, nicht sowohl auf dem Markt generell, dass sie einfach die Lust darauf bekommen, sondern auch, dass
dass wir ein Gefühl kriegen für die Waffenlobby in Deutschland, für die Gunlobby und wo diese steht, wo diese hin möchte. Alles, was damit zu tun hat. Wir haben hier interessante Nachrichten zu diesem Thema. Eine Meldung, die Sie niemals in den großen Nachrichten sehen werden. Ein Junge stoppte zwei absolute horrende Gewaltkriminelle mit einer Schusswaffe. Diese Story war nur in der lokalen Zeitung, gelangte selbstverständlich nicht in die größere Presse. Das Ganze fand statt in, wo haben wir den Ort hier? In Texas. Hier noch keine Stadt. Webster, glaube ich, heißt der Ort. Zwei Kriminelle überfallen ein Familienhaus, vergewaltigen Mutter und Tochter. 33-jähriger und 56-jähriger Täter. Sie fahren die Opfer dann in den Wald hinaus, um sie umzubringen. Der eine kriegt es mit der Angst zu tun, das will er dann doch nicht machen. Und sie fahren also die Familie wieder zurück, wo sie wohnt. Der Junge der Familie schnappt sich eine legale Waffe im Besitz der Familie und verscheucht die beiden Typen. Der eine konnte flüchten, der andere wurde allerdings in Schach gehalten von dem Jungen und Nachbarn, wurde gefangen genommen. Und die erwarten natürlich dann die härtestmöglichen Strafen, hoffentlich. Also genügend Anklagepunkte wegen Felony Charges gibt es ja. Sehen das Ganze hier via prisonplanet.com, Scans von der Zeitung, weil man findet das nicht online. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Wie viele von diesen Beispielen gelangen niemals an die Presse, gelangen niemals an die Öffentlichkeit, an die breitere Öffentlichkeit, weil man einfach über solche Fälle, nicht berichtet. Ganz, ganz interessant. In Deutschland selbstverständlich ist das ein absolutes Tabuthema, also Home Defense, die völlig selbstverständliche Sache, wissenschaftlich untermauert, insbesondere in den USA, völlig untermauert. Das ist in Deutschland ein absolutes Tabuthema. Warten Sie also nicht, bis Sie das hier in einer breiteren Diskussion finden. Forum Waffenrecht macht etwas drüber, verteidigt auch, gibt, glaube ich, sogar Rechtsbeistand oder leitet weiter einen Rechtsbeistand für Leute, die betroffen sind. Und wir haben auch mal eine Story geschrieben, finden Sie auf recenter.com. Mein Zuhause ist meine Burg oder doch nicht. Das heißt, hier werden Sie aufgeklärt über die Mythen, was Selbstverteidigung anbetrifft. Viele Linke versuchen immer noch, die Leute in die Welt anzulügen und zu sagen, sie werden in Amerika beschossen, wenn sie irgendwo in jemandes irgendwie jemanden falsch angucken oder in die falsche Einfahrt einparken. Oder sie dürfen, wenn sie falsch parken, beschossen werden oder irgendwelche anderen völlig irrationalen, blödsinnigen Punkte. Hier noch ganz interessant. Adam Kokesh, libertäres Urgestein aus den USA, ehemals, glaube ich, im Irak eingesetzt für das Militär, inzwischen natürlich um einiges schlauer. Also er ist einer der Veterans mit posttraumatischem Stress. Hatte lange Zeit eine Sendung auf Russia Today RT. Ich will das Video jetzt hier nicht laden. Und er ist hier bei dem Million Moms for Gun Control March. Also eine Organisation sagte, wir wollen hier 1 Million Mütter zusammentrommeln, um hier für Waffenverbote zu propagieren. Gekommen sind rund 500 Mütter, die Medien waren trotzdem dort, also wenn es natürlich eine Pro-Gun-Rally gewesen wäre, wären die Medien dort nicht gewesen. Sie gingen trotzdem hin, sie gingen genau deswegen hin, weil es halt eben eine Veranstaltung für Waffenverbote ist. Und berichtete dann, es seien tausende Mütter gewesen, wobei es eher 500 waren. Und Mr. Adam Kokesh stellte die einzig wichtige Frage, wie gedenkt ihr denn, mir meine Schusswaffen wegzunehmen? Wenn ihr also irgendwie eine Mehrheit zusammenkriegt oder wie auch immer und ihr dann eure Pläne umsetzen wollt, wie werdet ihr das vollziehen? Wie werdet ihr das tun? Die Antwort müsste natürlich lauten, ja, mit Gewalt. Wir autorisieren bewaffnete Männer von der Regierung, zu dir zu kommen und unter Gewaltandrohung
dir deinen Besitz abzuknöpfen, weil Leute aus der Regierung natürlich die einzigen sind, denen man vertrauen kann. Wo Regierungen nicht mal eine Müllverbrennungsanlage in Gang kriegen können, ohne massivste Korruption, oder einen Flughafen oder einen Bahnhof bauen können, ohne dass das Ganze fünfmal so teuer wird. Regierungen, die selbstverständlich die größten Serienkiller sind in der Geschichte, die genau diese Leute sollen die einzigen sein hier. Hören Sie kurz rein. Das ist ein Argument hier, ist natürlich sehr, sehr interessant. Wenn also uns ein Land angreift, ein fremdes Land, dann dürfen wir uns mit Waffengewalt verteidigen über das Militär. Aber wenn sie jetzt persönlich angegriffen werden, dann soll es auf einmal nicht so gehen. Wie ist das unter einen Hut zu bringen? Wo ist das logisch? Also kein persönliches Selbstverteidigungsrecht. Connecticut Senator wanted to be here today and he asked me to read this on his behalf. This is from Senator Blumenthal. Remember to hug your kids as often as possible. I know I do. Thank you all very much. Yes. Er hat immer noch dieses sehr, sehr lustige Schild, auf dem dann irgendwie draufsteht: Ich bin ein Waffenbesitzer, let's talk. Very intense protest crowd here. Everybody gets shushed. See? Thank you, Molly. Thank you, Suzanne. Thank you, dude. I would say that my position is a lot more grounded in reality, well thought out, and not a knee-jerk emotional reaction. I'm not protesting, I'm here stimulating conversation. I hear you. Have a good one. Can I ask why you're following me? Just engage with my fellow protesters. That just so happen to be like right behind me everywhere I go. Oh ja, ich bin nur hier, um mein verfassungskonformes Recht auszuüben, meint dieser Demonstrant hier. Mein Recht auf Meinungsäußerung. Ja, Sie haben ein Recht auf Meinungsäußerung, aber Sie haben auch ein Recht auf Selbstverteidigung. Und das schließt nun mal dem Schusswaffenbesitz mit ein. Das schnallen diese Leute natürlich nicht. Okay, wir haben noch einiges hier in der Sendung von Nachrichten über Analysen, über Hintergründe und Kommentare. Schreiben Sie uns an die üblichen Adressen infokrieg-hq, infokrieg-hq via Skype oder via E-Mail an recenter@web.de, recenter@web.de. Sie können auch schreiben, Sie möchten in die Sendung per Telefon oder via Skype mit oder ohne Headset. Wir können Sie gerne einbinden, sagen Sie uns Ihre Meinung, protestieren Sie. Stimmen Sie uns zu, was Sie wollen. Live hier am Freitag, den 8. März 2013. Ein wichtiges Kapitel in der heutigen Sendung ist das Thema Rekrutieren oder Rekrutierungen. Wir haben hier ein witziges Poster veröffentlicht bei der Ankündigung der Sendung. Es heißt hier, wo ist mein Poster? Die Rekrutierungsposter, historische Plakate zur Rekrutierung von Leuten für Streitkräfte sind unglaublich lustig auf einer gewissen Ebene. Selbstverständlich, die Folgen dieser Rekrutierungen sind weniger lustig, aber Propaganda hat auch was mit bösem, zynischen Humor zu tun. Also fuck off, we'll protect the country, shut up you pussy liberals. Heißt es hier für ein, das ist natürlich gleich ein fiktives Plakat für die amerikanische Luftwaffe. Reden wir über Rekrutierungen und das spielt auch mit hinein in das, was ich gepostet habe über Simon Bolivar, Freimaurer, Freibeuter und Legende Südamerikas. Und wenn immer man eine historische Figur analysiert und seine Entscheidungen und seine Motivationen, Leute, die noch in einer Zeit lebten, als man noch nicht so leicht Zugriff hatte auf diverse Wissensgebiete, immer ganz interessant, man kann sehr, sehr viel daraus lernen, auch für unsere Situation jetzt, denn damals, sehr segregierte Gesellschaft, viele Leute konnten nicht lesen, viele Leute konnten nicht schreiben, waren sehr, sehr ungebildet, trotzdem musste man sie irgendwie aktivieren und irgendwie rekrutieren für was auch immer, wenn man vorhatte, die Situation, wie sie war, zu verändern. Und die Situation war meistens extrem schlecht, sowohl in Spanien als auch in Großbritannien, in Deutschland, in den USA, sehr, sehr viele Probleme. Und auf eine gewisse Art und Weise ist heute die Situation wieder sehr, sehr ähnlich wie damals. Immer mehr Menschen können kaum oder schlecht lesen. Eine extreme Anzahl an Leuten haben null Textverständnis. Sie können ein paar Sachen lesen, okay, so auf dem Niveau eines Drittklässlers. Aber komplexere Texte gehen völlig an ihnen vorbei, sind dementsprechend auch nicht gebildet. Für die Jugend wird immer dümmer und immer schlimmer und das sind die Leute, die die nächsten 20, 30 Jahre bestimmen werden. Also
immer mehr, immer weniger Opportunities, immer weniger Unternehmertum, immer weniger Möglichkeiten, sich hier frei zu entfalten. Unabhängige Medien, ganz, ganz schwer, ganz, ganz schlecht, heute wie damals. Man erwartet eigentlich das Gegenteil, aber so ist es. Und Leute wie Simón Bolívar wuchsen in einem intellektuellen und ideologischen Irrgarten auf. Sie wussten nicht so genau, okay, wer ist a bad guy, wer ist a good guy, wer ist jemand, der einfach komische Kompromisse macht oder notwendige Kompromisse macht. Und sie selber, Bolívar und seine Mitrevoluzzer, die dann die großen Befreier wurden von Südamerika, von den Spaniern, spanischen Kronen befreit haben, obwohl sie von der spanischen Krone eigentlich gedeckt wurden. Wechselseitige Allianzen, wurden Freimaurer, wurden Diktatoren, obwohl sie eigentlich eine liberale Geisteshaltung realisieren wollten in Südamerika und sahen sich dann Dingen ausgesetzt und sich fragt, wow, das ist das reale Leben, meine Damen und Herren, das ist das, worauf wir uns einstellen können. Finstere Menschen und ihre Pläne sind dermaßen erfolgreich und dermaßen stark, dass man als vernünftiger Mensch hoffen kann, dass man, nachdem man eben sein Leben gelebt hat, nachdem man eben seine Schlachten gefochten hat, dass man danach immer noch ein Mensch ist und dass man danach immer noch einen Funken Hoffnung übrig hat für die Spezies. Okay? Denn es ist immer einfach, in der jetzigen Situation noch, zumindest hier bei uns im halbwegs bequemen Westen, sich halt theoretisch aufzumalen, wie irgendwas aussehen könnte. Aber lesen Sie sich Sachen durch, schauen Sie, wie bestimmte Leute gelebt haben. Wow, kann ich da nur sagen. Also Rekrutierungen sind natürliches menschliches Verhalten. Man will andere in ihrem Denken, Verhalten beeinflussen, überzeugen. Und dann gibt es dann legitime Ansinnen und legitime Methoden und es gibt illegitime Ansinnen und auch illegitime Methoden. Am häufigsten ist es, dass Menschen nicht verstehen, dass sie für schlechte Führungsfiguren und deren schlechten Ansinnen arbeiten. Und sie verstehen auch nicht, dass die Methoden, die ihnen beigebracht werden, um neue Opfer anzuwerben, auch illegitim sind. Das heißt, sie lügen in ihren Rekrutierungsbotschaften, schnallen es nicht, verwenden unlogische Argumente, ohne es zu merken, stecken teilweise so tief drin in ihrer Gehirnwäsche, dass logische Widersprüche ihnen nichts mehr ausmachen. Ihre Lehre stünde quasi über diesen Widersprüchen. Und das haben wir ja gerade eben auch gesehen mit Adam Kokesh. Wenn er eben sagt, hey, was ist mit dem logischen Argument hier? Das ist denen einfach wurscht. Sie wollen einfach politische Macht für ihre Position, für ihre Lobbygruppe, ihre Waffenverbotsgruppe, die ja meistens Geld bekommen von irgendwelchen globalistischen Stiftungen, bis dann tatsächlich irgendwann die Möglichkeit besteht, Gewalt auszuüben und man dann Menschen per Gewalt entwaffnen kann. Und das natürlich mit horrenden Folgen. Dann gibt es diejenigen, die zumindest wissen, dass sie zweifelhafte Methoden anwenden, aber immer noch glauben, dass ihr Ansinnen stimmig ist. Das trifft man auch sehr, sehr häufig. Das sind die, die dann schon ein bisschen denken können, die ein bisschen kritisch sind. Und das ist dann immer ganz perfide. Wenn die dann merken, dass sie da draußen, meine Damen und Herren, auch etwas cleverer sind, dann ist ihnen das meistens immer so ein bisschen peinlich oder sie schämen sich, dass sie nicht in der Lage sind, sie besser zu manipulieren, also oh, ich lüge sie einfach da draußen an, ja, und überzeuge sie dann vom Sozialismus oder ich überzeuge sie von irgendeinem bestimmten politischen Projekt, wie zum Beispiel Waffenverbote. Das sind dann Leute, die Leute aus dem Establishment, die halt selbst verdeckte Lizenzen zum verdeckten Tragen haben oder die selber in ihrer Freizeit auf Wassermelonen schießen, gab es letztens wieder einen Fall. Und diese Figuren sagen dann, naja, ich weiß schon, dass die Statistiken, die wir benutzen, um die Leute zu überzeugen, gefälscht sind. Ich weiß, dass das mit Sandy Hook natürlich nur ein einzelnes Fallbeispiel war und die insgesamte Bedrohung für Kinder durch Schusswaffen sehr gering ist, fast null. Wir wissen, dass das Blödsinn ist, wir wissen, wir lügen die Leute an, aber es ist ja nur zu ihrem Besten, weil die Technokraten, die Gebildeten, die Intelligenzia muss ja schließlich regieren und die Leute haben ja eigentlich so keine Rechte und nur so kann man den Leuten wirklich helfen und alles andere wäre ja ein Problem. Und dann haben wir natürlich diejenigen, die wissen, dass ihr Ansinnen und ihre Methoden kriminell sind. Mir wurde heute erst wieder bewusst, wie häufig in 7 Jahren Leute versucht haben, mich zu rekrutieren. Meistens soll natürlich der Gegenüber nicht merken, dass ein Rekrutierungsversuch stattfindet. In allen Fällen wurde es dann getarnt als Hilfsangebote oder andere nett klingende Anfragen. Später sieht man, dass von Anfang an krumme oder fragwürdige Absichten existierten.
Und was haben wir da nicht alles? Einer der führenden New Age Enthüller-Autoren im deutschsprachigen Raum schrieb mir vor Jahren, wollte mich mit Verheißungen von Buchverträgen und so weiter locken. Wahrscheinlich hätte ich erstmal 3 Jahre lang unbezahlter Ghostwriter sein sollen. Dann gab es einen Enthüllungsautor über die Pharmabranche, der den Charmeur spielt, aber eigentlich eine Drama-Queen ist, machte mir das großzügige Angebot, sein Buch für ihn zu schreiben, für nichts als leere Versprechungen. Dann gab es Vertreter einer Alternativ-Papierwährung, versprach mir, tausende Geldeinheiten mir zu schenken, natürlich zu Lasten irgendwelcher Unternehmen, die dieses Geld annehmen, und sagte, ich soll auch einen auf dicke Hose machen, im Luxushotel Champagner trinken. Ich hätte halt nur einen Vertrag unterzeichnen müssen, fordern, die Währung akzeptieren müssen, also irgendeine Hobby-Fiat-Papierwährung ohne richtige Transparenz. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also es ist immer das klassische Muster gewesen. Die Natural Solutions Foundations lud mich ein nach Panama, um dort für leere Versprechungen zu arbeiten. Das war dann deren Vorstellung. Das heißt, sie sagten dann, hey, kommen wir nach Panama, können an gemeinsamen Projekten arbeiten. Quid pro quo. Und letztendlich wollte man mich rekrutieren und nichts weiter. Dann, ja, wie gesagt, wir haben natürlich dann die ganzen Kommunisten in Deutschland, die natürlich auch wieder versuchen, sie zu rekrutieren. Die sagen dann, hey, sind Sie einer der rund 1 Million Hartz-IV-Empfänger? Kommen Sie zu unserer Gruppe. Geben Sie uns Ihre Stimme, geben Sie uns Ihre Zeit, geben Sie uns vielleicht sogar ein bisschen Geld, was Sie noch haben. Und wir versprechen Ihnen eine Verdoppelung Ihrer Bezüge samt Wegfall aller Bedingungen. Das ist etwas, was Ihnen keiner versprechen kann. Aber man macht es trotzdem. Und wir haben schon alles mal aufgeklärt, wie das letztendlich in der Praxis aussehen würde. Die Top 5 Jobs wären dann Künstler, 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 Künstler und Künstler. Würde nichts mehr produziert werden, ihre Schwundwährung würde nichts kaufen. Und das wäre es dann mit ihrer sozialen Absicherung gewesen. Das Einzige, was funktioniert, meine Damen und Herren, ist Freiheit. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass Sie einfach nicht in einer Zwangsjacke stecken. Okay? Wir haben es Ihnen ja erklärt heute am Anfang der Sendung. Wir möchten Legacy Premium Food importieren. Es gibt da eine Veterinärvorschrift. Es gibt dann Vorschriften für jede einzelne Zutat. Es gibt da eigentlich noch zusätzliche Gesetze und Verordnungen. Dadadada. Selbstverständlich heißt es, es ist dazu da, um die Leute zu schützen vor Maul- und Klauenseuche oder allen möglichen Pestarten, die da übertragen werden können. Wenn man allerdings eine Traditionsfirma hat, der vertraut wird, und ich sage, ich vertraue dieser Firma, ich meine, es gab keine Skandale in der Firma, also ist das meine Entscheidung, die Kunden natürlich treffen ihre Entscheidung und sie können natürlich dann genauso gut Unternehmen abstrafen, die da irgendwie Pferdefleisch in die Produkte hineinschnetzeln. Das heißt, sie können entscheiden, sie können jeden Tag entscheiden, ja? Und nicht bloß alle 4 Jahre ein Kreuz setzen bei irgendwelchen Parteien. Dann natürlich die ständigen Anbandelungen, Leute brauchen mich für ihre Promotion und wenn sie diese dann bekommen haben, bin ich nicht mehr interessant. Dann vor 2 Tagen mich kontaktierte die Frontgruppe einer christlichen Endzeitsekte aus Korea und wollte mich in Asien zu einer Veranstaltung, und zwar innerhalb von einer Woche. Es hieß dann, ja, unsere Organisation möchte einfach den Weltfrieden, das war nicht die ganze Erklärung. Ich sagte dann, ich möchte mich erstmal informieren. Ich wollte natürlich sowieso nicht gehen, aber ich sagte, ich möchte mich gerne informieren. Die Dame, nette Dame am Telefon fragte, ja, warum denn? Es geht doch um den Weltfrieden. Und eine 10 Minuten Recherche, ich bin inzwischen noch relativ flott, also eine Kultsekte aus lauter Grinsetypen, die dann umsonst ackern für einen Typen, der natürlich mal wieder praktisch die Reinkarnation von Jesus ist. Wer nicht spurt und die falschen Antworten gibt, kriegt dann Druck. Als ich dann gesagt habe, ich habe kein Interesse, kam dann die Frage, ja, ob ich denn sonst noch jemanden kenne, den ich den Leuten sagen könne zum Rekrutieren. Und wir hatten jetzt auch in der deutschen Politik wieder interessante Vorgänge hier. Die sogenannte Wahlalternative 2013, also eine Partei, die noch nicht mal gegründet wurde, wo halt ein paar Prominente sich dahinter gestellt haben. Und das ist auch wieder so eine klassische Frage von, wo macht man einen Kompromiss und wo nicht? Die Partei der Vernunft wurde eben angefragt. Hier sehen wir das Statement von Oliver Janich. Und PDV sagte Nein zu den Bedingungen, die gestellt wurden. Das sah die Wahlalternative 2013 natürlich nicht sonderlich gerne.
und veröffentlichte dann folgendes Statement. Der Bundesvorstand der Partei der Vernunft hat sich gegen eine Zusammenarbeit mit der Wahlalternative 2013 und damit gegen eine Zusammenarbeit der eurokritischen Parteien mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 ausgesprochen. Klingt total hart. Aber, und dann geht es sogar noch weiter, die Kritik, wo viele Häuptlinge sind und wenige Indianer, da sind Streit und Zwist nicht weit. Und je weniger einer hat, umso entschlossener wird dieses wenige verteidigt. Also natürlich, wir sind beleidigt. Pfui, pfui, PDV. Und natürlich, Oliver Janich antwortet hier und sagt, Moment mal, es war eine einstimmige Entscheidung im Bundesvorstand. Uns wurde ein Angebot gemacht, das wir nicht annehmen wollten. Die PDV hätte von der Teilnahme an der Bundestagswahl verzichten müssen, hätte Doppelmitgliedschaften zulassen müssen. Das heißt, die Wahlalternative wollte quasi Mitglieder der PDV wegrekrutieren. Die Massenmedien gaben der Wahlalternative erstmal relativ viel Aufmerksamkeit, viel mehr als der PDV, was natürlich einigen Leuten sehr suspekt vorkommt. Ich möchte nicht sagen, dass die Wahlalternative suspekt ist, aber es ist zumindest auffällig. Und dann sagt ja Oliver Janich noch, unsere Mitglieder sollten dann der neu zu gründenden Partei beitreten, wenn sie dort für Ämter kandidieren wollten, sogar bei uns austreten. Die neue Partei kritisiert aber weder das Geldmonopol noch die Energiewende. Wir würden wertvolle Ressourcen verschwenden und noch nicht einmal die Kernthemen angehen. Also nur gegen den ESM zu sein, reicht nicht, weil der ESM nur die Folge des Papiergeldsystems ist. Das sieht die Wahlalternative aber nicht so. Über diese These würden die Professoren dort sogar lachen, wurde mir mitgeteilt, im ansonsten aber immer freundlichen Gesprächen. Also wurde dieses Angebot einfach abgelehnt. Und hier heißt es noch, besonders kurios ist es ausgerechnet, dass das Aktionsbündnis unsere Entscheidung kritisiert. Dieses Zitat von vorhin stammt vom Aktionsbündnis Direkte Demokratie. Also noch eine Organisation, die natürlich auch Leute rekrutieren will, kritisierte die PDV, weil die PDV nicht dieser anderen neuen Organisation beitreten will, die Wahlalternative. Und es heißt hier noch, kurios ist es ausgerechnet, dass Aktionsbündnis unsere Entscheidungen kritisiert. Es wurde von unseren Leuten gegründet, gerade um als für alle offene Plattformen die Kräfte zu bündeln. Da durften wir hautnah miterleben, was es bedeutet, wenn wir Ressourcen abgeben. Die Leute dort gehörten zu den Engagiertesten in unserer Partei, aber statt sich für die PDV einzusetzen, wurden alle Kräfte auf ein Bündnis konzentriert, das man gar nicht wählen kann. Die PDV wurde oft schamhaft verschwiegen, statt offen zu sagen, dass das unsere Initiative war. Also hier ganz klares Statement und ich denke, so kann man das immer nachvollziehen. Es sind viele Leute denken nicht nach, viele Leute haben keine Erfahrung, weil sie einfach noch nicht lesen oder nicht schon lange nicht nichts mehr gelesen haben und dann einfach sagen, ja, Hauptsache groß, Hauptsache neu, Hauptsache da stellt sich jemand hin und sagt, ich bin der Anführer, genaues, nichts genaues, interessiert mich nicht. Und wenn dann jemand sagt, Moment mal, da habe ich keine Lust drauf, dann kann man nicht einfach denjenigen attackieren, wenn er denn gute Gründe hat. Ein weiteres Beispiel ist Rand Paul. Sie haben die Kontroverse vielleicht mitverfolgt um die beiden Pauls. Dr. Ron Paul, der klassische Libertäre, der leider nicht mit vollem Karacho angetreten ist zur Präsidentschaftswahl und schräge Leute mit in die Kampagne gelassen hat. Also Infiltrationsversuch. Das heißt, die Libertären in der Ron Paul-Bewegung sagten, okay, wir haben so viele Leute rekrutiert im Land mit Hilfe der Alex Jones Show. Also, sie müssen sich das vergegenwärtigen. Alex Jones, die absolute unabhängige Medien-Radio-Ikone, libertäres Urgestein. Alex Jones rekrutiert Leute, das war vor 2008, rekrutiert Leute für die Ron Paul-Kampagne, die politische Kampagne. Und Alex schaffte so viele Leute zu rekrutieren, dass Paul der zweitbedeutendste Kandidat war der Republikaner. Die Ron-Paul-Kampagne, natürlich dann selbstständig, eigenständig, rekrutiert noch mehr Leute, macht dann 2012 noch einen Versuch. Und die Idee war, wir rekrutieren den konservativen Bevormundern, also diesen Big Government, eigentlich sind es Sozialisten, alle, die eine große Regierung wollen, die dann alles scheuert und so weiter. Das sind eigentlich alle Sozialisten, aber das nur am Rand. Die Libertären dachten, wir rekrutieren den Konservativen die Leute weg, was auch teilweise funktioniert, aber die Konservativen schlugen zurück. Die Konservativen versuchten, die Libertären zu infiltrieren und denen die Leute wegzunehmen. Ja, und sie installierten dann Leute wie Jesse Benton, solche absoluten Verräter, in der Paul-Kampagne als Campaign-Manager ausgerechnet. Und kamen noch weitere Leute im Umfeld, die sich dann positioniert haben, auch im Rand Paul. Und die sagen dann, hey, ja, wir mögen eure liberalen, libertären Ziele, aber
Wir müssen hier Kompromisse schließen und wir können nicht die Konservativen einfach vergraulen. Also arbeiten wir doch lieber mit den Leuten zusammen, bla bla bla. Und das Ganze führte letztendlich dazu, dass die Message verwässert wurde und dass die Kampagne verwässert wurde. Also so funktioniert die Welt, meine Damen und Herren. Der eine rekrutiert dem anderen die Leute weg. Und man findet selten anständige Leute. Also die Pauls wirken sehr, sehr anständig. Natürlich ist es schwer, im Leben generell immer hoch anständig zu bleiben. Vor allem, wenn man eine Geschichte hat, die so weit zurückreicht wie die von den Pauls. Waren früher schon immer bekannt als sehr, sehr moralische Personen. Also in einer Zeit, als Rassismus noch völlig normal war, war Ron Paul schon absoluter universeller Menschenfreund, hat dann Afroamerikaner behandelt, ohne denen eine Rechnung zu schicken. Aber sehen Sie, wie das funktioniert. Und ich meine, das Ganze findet man in den deutschen Parteien, in amerikanischen Parteien immer wieder. Rand Paul eher so eine Mischung aus Libertär und Konservativer. Dann können natürlich die einigen sagen, um Gottes Willen, er hat zu viele Kompromisse eingegangen, pfui Rand Paul. Die anderen würden sagen, naja, vielleicht ist das immerhin besser als es ist doch immerhin besser als ein totaler Vollkonservativer. Und jetzt haben wir auch gesehen, wie Rand Paul die Nominierung von John Brennan für die CIA verzögert hat im US-Senat mit einem sogenannten Filibuster, einer Dauerrede. Das ist ein legitimes Mittel, das man anwenden kann. Und zwar kann man einfach eine Abstimmung verzögern, indem man redet und redet und redet und redet und redet für 10 Stunden, 13, der Rekord liegt, glaube ich, bei 24. Man darf dem Redner nicht das Wort entziehen. Solange er physisch in der Lage ist, weiterzureden, findet keine Abstimmung statt. Rand Paul wollte eine absolute garantierte Zustimmung, dass Amerikaner nicht unter John Brennan als CIA-Direktor, unter Obama, dass Amerikaner nicht in ihrem Schlaf bombardiert werden, ohne Due Process, ohne gerechtes Gerichtsverfahren, getötet werden in ihrem Schlaf durch Drohnen auf amerikanischem Boden. Denn vorher hieß es nur, ja, wir haben das nicht wirklich vor, wollen es aber auch nicht ausschließen. Und Rand sagte, not good enough. Und er blockierte dann die Abstimmung, die Bestätigung von Mr. Brennan. Und der Senat soll auch nicht dafür da sein, dass Entscheidungen nochmal genau überdacht werden, dass es nochmal ausdiskutiert wird. In der heutigen Zeit wird alles nur noch abgenickt im Senat und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass so etwas auch getan wird. Und er bekam dann tatsächlich die Antwort, die er wollte. Eine absolute Zusage, natürlich auch mit Hintertür. Es wird keine Drone-Strikes geben gegen Amerikaner, ohne Due Process, ohne ordentliche Gerichtsverfahren. Das wird es nicht geben, es sei denn natürlich, diese Amerikaner seien an Kriegshandlungen beteiligt oder Kampfhandlungen beteiligt. Selbstverständlich weiß auch ein Rand Paul, dass eine solche Zusage jetzt keine in Stein gemeißelte Garantie ist, dass die Regierung natürlich nicht alles dran setzen wird, gegen das eigene Volk zu kämpfen, gegen die aufmüpfigen, freiheitlichen Patrioten zu kämpfen. Das wäre illusionär zu glauben, dass das so einfach ginge. Aber man hat diese Aussage, man kann später diejenigen zur Verantwortung ziehen und entsprechend verurteilen, wenn nämlich das passiert, was man nämlich beabsichtigt, dass man die Drohnen ausschickt, nicht etwa die Soldaten oder Polizisten, die darauf eh keinen Bock haben. Und wen will man abschießen oder wen will man abschießen mit Drohnen? Genau, die Gun Owners, die Waffenbesitzer, die Patrioten, die letzten Reste eines echten Amerikas. Und dann gibt's irgendwann, dann soll es irgendwann nur noch die Sozialisten geben und den absoluten Horror. Also, später noch zu Simon Bolivar und seinen Entscheidungen. Ganz, ganz interessanter historischer Fall. Er wollte der George Washington Südamerikas werden und seine Heimat befreien von dem Kolonialjoch. Herausgekommen ist natürlich was anderes. Und auch ganz, ganz schwierig. Immer die Frage, wo soll ich mich beteiligen? Soll ich jetzt mich den Briten anbandeln oder nicht? Soll ich zulassen, dass die Briten mich zum Teil teilweise ausnutzen? Soll ich ein bisschen mitspielen und dann den Briten in den Rücken fallen? Genauso mit seiner Freimaurer-Mitgliedschaft. Ja, Simon Bolivar ist da beigetreten. Natürlich hat er das für seine Zwecke gebraucht. Unglaublich, unglaublich schwierig, die Frage. Wir haben es ja auch gehabt jetzt in Deutschland mit der Frage, was ja auch international debattiert wird unter Libertären. Soll man überhaupt eine libertäre Partei haben?
Also Sie merken, meine Damen und Herren, wie schwierig das ist, wie unglaublich, unglaublich schwierig es ist, nicht nur zu überleben in dieser verrückten Welt, voller Krieg, Mord und Totschlag, sondern eben auch etwas zu verbessern. Jetzt sage ich einen kurzen Einspieler, sind dann gleich zurück mit weiteren Themen, weiteren Fallbeispielen. Aber was ganz interessant ist hier über Aufklärer, Bewegungen, Organisationen, die auf mich dann in der Vergangenheit zugegangen waren und natürlich dann auch von mir Promotion haben wollten. Wo ich jetzt auch einiges mehr über diese Organisationen weiß und auch wesentlich besser einschätzen kann. Sicherlich ganz interessant, bleiben Sie dran. Wir haben den 18. März 2013. Schreiben Sie uns an recenter@web.de, recenter@web.de oder schreiben Sie in unseren Skype-Namen infokrieg-hq, infokrieg-hq. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, live hier am Freitagabend und wir gucken auf unsere Zuschriften hier. Hier heißt es unter anderem von Markus Bechtel: Hallo Alex, die Sozialisten reden immer davon, wogegen sie sind. Man erfährt von den Sozialisten aber selten, wofür sie explizit sind. Frage doch mal bei den Sozialisten Pop, Fitzek und Sasek nach, wie sie ganz explizit zu dem Recht auf Notwehr und damit zum Recht auf Schusswaffenbesitz stehen. Das wäre mal wirklich spannend. Ja, definitiv. Also wenn man fragt, okay, was ist das sozialistische Programm? Wo ist mein Recht auf Eigentum? Ja, was kann ich tun, wenn mein Eigentumsrecht verletzt wird? Was sind meine Garantien? Und so weiter und so fort. Das ist nämlich immer das, worauf es letztendlich ankommt. Sozialismus ist natürlich die böseste Waffe. Und was haben die Sozialisten nicht bei mir an der Tür geklopft? Und wegen unserer Bush-Kritik oder meiner Bush-Kritik lange Zeit während der Administration in den zwei Amtszeiten, gingen Leute automatisch davon aus, ich sei ein glühender Sozialist, ein glühender Linker, ich müsse automatisch ein Kommunist sein. Und als sie dann gemerkt haben, dass das dem eben nicht so ist, da waren sie natürlich dann unglaublich, unglaublich wütend. Das heißt, sie haben natürlich auch alles getan, um mich zu rekrutieren für ihre Projekte und natürlich meine Promotion irgendwie zu kassieren. Das ist schließlich das Merkmal eines Karrierepolitikers, immer irgendwelche Vorteile einheimsen und die Leute dann bei der ersten Gelegenheit fallen lassen, wenn es opportun erscheint. Hier schreibt uns jemand: Jürgen, für jeden, der sich damit länger beschäftigt hat, ist es klar, dass die Federal Reserve in den USA quasi privat ist. Wie sieht es aus mit der EZB? Wer kontrolliert sie und werden die Bürger dadurch abgezogen? Buchtipp, Thema Rekrutierung, Combating Cold Mind Control. Vielen Dank für den Lesetipp, wir sind immer sehr froh, wenn uns Leute diese geben. Dann schreibt uns hier. Schreibt uns hier jemand: Hallo, in der letzten Recent TV-Sendung erwähnte Vortrag von Stadler FPÖ ist nicht schlecht. Mit dem Titel: Welche Rolle spielt die Freimaurerloge und so weiter und so weiter. Ja, das heißt natürlich nicht, dass in Organisationen, die vielleicht insgesamt ablehnungswürdig sind oder die halt sehr stark sozialistisch sind und natürlich dann nicht viel anders sind als die anderen, das heißt nicht, dass auch viele anständige Mitglieder dabei sind, dass auch Gutes gesagt wird und Gutes getan wird. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Nur die Frage ist halt immer ganz konkret: Möchte ich dort beitreten? Möchte ich dort meine Energie einbringen, mein Geld einbringen? Also ich tue mein Bestes, um transparent zu sein. Das heißt, wir erklären ganz genau, wie wir uns finanzieren, wir erklären ganz genau, wie was hier funktioniert und ich richte mich auch nicht danach, was vielleicht andere tun würden, wo sie sagen, okay, wie berichte ich jetzt über ein Thema, was macht mich populärer?
Okay. Oder Leute warten ab und schauen erstmal, wie die Leute reagieren und versuchen dann auf den möglichst besten Zug aufzuspringen, wenn sie auf Nummer sicher gehen können. Also das ist mir meistens immer völlig schnurz und ich denke, das ist auch in den letzten Jahren immer sehr, sehr klar nach außen gedrungen. Ich berichte einfach so akkurat und offen, wie es nur möglich ist mit meiner Zeit. Hier schreibt jemand, es ist, alle Zeichen stehen für einen Krieg USA-Iran. Naja, im Moment sieht es wieder wahrscheinlicher aus als jetzt in den letzten Monaten. Die Nordkorea-Situation eskaliert auch. Wir versuchen die Leute immer darauf aufmerksam zu machen, dass die Amerikaner den Nordkoreanern diese Möglichkeit zur Nuklearwaffenherstellung gegeben haben. Also auch das ein typischer Saddam Hussein, Adolf Hitler, Osama Bin Laden-Fall. Red Dawn. Hier schreibt uns jemand, hallo Alex, nehme an, du hast es bereits gesehen. Falls nicht, wäre es nochmal ein interessantes Thema. Jesse Ventura in seiner Show Conspiracy Theory, die Staffel 3, Episode 1, die Reptilianer-Elite, in Anführungszeichen, die Konfrontation zwischen Ventura und David Icke. Chris White hat auch seine weitere Sendungen gemacht über David Icke, auch über Michael Tesario und Zachariah Sitchin und so weiter. Danke nochmal für die Arbeit an Ancient Aliens Debunked, werde ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu machen. Alles Gute weiterhin im Jahre 2013, hoffe, nerv nicht in meinen Nachrichten, nein, überhaupt nicht. Also das ist auch so ein Thema, wo ich dort immer wieder darauf hinweise, denn viele, die sich dann als Mitglied einer Wahrheitsbewegung sehen, wollen alles andere als Wahrheit. Und benutzen Verschwörungsfakten und auch Verschwörungstheorien und auch Verschwörungsblödsinn, Erfindungen, benutzen das eigentlich nur als Rekrutierungswerkzeug, als Tool. Da heißt es dann, 9/11 war ein Inside-Job wegen dem und jenem und jenem. Und die Federal Reserve ist privat und George Bush ist ein Kriegsverbrecher. Und übrigens, das Gesetz der Anziehung besagt, sie müssen einfach nur ihre schlechten Gedanken und Sorgen verdrängen und schon klappt bei ihnen alles viel, viel besser. Oder wenn sie meiner Organisation beitreten und kabbalistische Schwarzmagie betreiben und dieses Bücherset kaufen für 500 Euro und dann sich geheime Chakrenwörter kaufen von mir für 1000 Euro und den nächsten Kurs buchen für 5000 Euro und den nächsten Wochen einen Kurs buchen, wo sie dann die ganze Zeit nur meditieren, bis ihnen schwindelig wird, für 10.000 Euro. Das heißt, am Anfang, das ist ganz, ganz interessantes Phänomen. Fast alle diejenigen, die in irgendeiner Form erfolgreich sprechen, publizieren über Verschwörungen, reale Verschwörungen und auch natürlich Verschwörungsblödsinn, fast alle möchten sie rekrutieren für etwas ganz, ganz anderes und sind nicht einmal offen damit. Das ist das, was mich am meisten beunruhigt hat in den letzten 7 Jahren. Es gibt also die Pflichtübung, ja, 9/11 und Regierungsterror und so weiter und so weiter. Und da hängt dann das Herz gar nicht wirklich mit drin. Über Psychologie sprechen wir natürlich nie. Das ist natürlich ihr Ende. Und dann kommt die Rekrutierung. Mehr und mehr und mehr Schwarzmagie, Gnostizismus und kommen Sie in meine Sekte und holen Sie sich einen Guru, einen Meister. Also vor Jahren gab es eine richtige Goldgräberstimmung in der Verschwörungsszene. Jeder dachte, er würde innerhalb von einem halben Jahr zum Millionär, wenn er nur richtig trommelt. Inzwischen sehen das die Leute auch sehr stark anders. Wenn sie mal merken, wie viel harte Arbeit das ist. Hier schreibt uns via E-Mail jemand, was hältst du von Chronologiekritik, wie sie Garry Kasparov betreibt, also dass die gesamte Menschheitsgeschichte wie Antike oder Mittelalter bis hin zur Neuzeit eigentlich nur Lug und Trug ist und es die alten Römer, Ägypter oder Griechen noch nie so gab. Also generell, es ist schon interessant, wenn man die Mainstream-Geschichtsschreibung, insbesondere des Mittelalters, untersucht und vielleicht feststellt, naja, gibt es vielleicht riesige Lücken oder nicht. Das ist per se nicht schlechte Herangehensweise, nur da gibt es auch die unterschiedlichsten, von absoluten Genies, die dann irgendwas ganz Wichtiges rausfinden, bis hin zu den letzten Hochstaplern, die dann selber irgendwelche Sachen erfinden.
Also da muss man einfach immer wieder individuell nachgucken und sich selber ein Bild davon machen. Und schauen, was man daraus davon zieht. Also wenn man daraus aus irgendeiner Religion, ganz egal was es jetzt ist, man ist in einer christlichen Gruppe, einer muslimischen, einer jüdischen, einer New Age Gruppe, wenn man Motivation daraus zieht, für Freiheit zu kämpfen, ganz konkret seine Umgebung zu beeinflussen, und zwar auf eine konstruktive, positive Art und Weise, wenn man rauszieht, sich selber stärker zu machen, mental, physisch, sich mit Logik beschäftigt und ein bisschen geübter darin wird, Vernunft, dann ist es alles wunderbar. Nur wann immer Passivität daraus kommt oder als Aktivität, verkleidete Passivität dabei rauskommt, falls alle wichtigen, klaren Begriffe vernebelt werden, falls sie rekrutiert werden für eine Ablenkungsmaschinerie, dann ist die Organisation einfach kein Dreck wert, meine Damen und Herren. Sie sollten sich so weit davon entfernen, wie nur möglich. Hier schreibt jemand: Herr Alex, wieder eine starke Sendung. Musste mich gerade tierisch über einen Artikel aufregen, hier ein Auszug. Das Problem mit dieser Band ist nämlich nicht wie bei Rammstein ein primär ästhetisches. Es geht um tatsächliche Politik, um scheußliche Dinge wie Heimat, Ehre und Tradition, die vier Rockmusikanten in ein großes, aufnahmebereites Publikum blasen. Schreibt uns hier Philipp aus der Schweiz, geht um eine Echo-Nominierung. Und das heißt in der E-Mail noch: Naja, wenn Linksextreme irgendwo sind, dann ist das normal. Wenn es in die andere Richtung geht, dann ist es inzwischen schon absolut pfui. Musikpreis Echo in der Kategorie Rock Alternativ National. Südtiroler Band Freiwild. Nur nicht mit beschäftigt, aber ist auch wieder ein typischer Doppelstandard, nehme ich an. Hier sagt uns Jan: Hans-Christian Ströbele hält den Linken, seit Jahrzehnten steht der grüne Bundestagsabgeordnete für den Kampf gegen alles Böse, den Kapitalismus und die Staatsmacht. Monatelange Recherchen ergeben ein komplett neues Bild. Stets ein Mann des Systems gewesen, noch viel mehr. Von wegen ehrlichster Radfahrer der Nation. Das grüne Irrlicht, hier ein neues Buch, heißt es hier. Man spricht hier von Edelimmobilien des Herrn Ströbele und so weiter und so weiter. Anscheinend im Kopfverlag erschienen, oder zumindest wurde es dort geführt. Nein, nicht im Kopfverlag erschienen, aber es ist so ein Buch von Billy Six, Das grüne Irrlicht, der Fall Hans-Christian Ströbele. Danke für den Buchtipp, sehe ich mir gerne an. Also wie gesagt, man kann immer, solange man offen ist und sagt: Hey, Kopfverlag, wie gesagt, viele esoterische Bücher, würde ich innerlich völlig ablehnen. Natürlich gibt es auch viel Gutes, und vor allem, man hat nicht so diesen absoluten Linksschlag. Auch das ein oder andere libertäre Buch inzwischen im Korbsortiment. Hier schreibt uns das Ganze ist viel zu lang für die Sendung. Okay, hier noch über ein Beispiel. Heute klingelten zwei junge, bezahnspannte junge Mädchen und sammelten Geld für den Bund Naturschutz. Dann gab es einen Bericht über die TED-Conferences. TED im Internet, im englischsprachigen Raum zumindest, weit verbreitet, gilt so als die Veranstaltung für intelligente Leute, die da interessante Vorträge halten, gibt es auch wirklich interessante Dinge, aber auch Schlechtes. Und einer von den Leuten, die haben da mitgemacht, der hat auch gesagt: Hey, ich will hier was verändern, positiv, war dann freiwilliger Helfer, hat dann Tage und Tage seiner Arbeitskraft dahin gegeben, ohne Geld dafür zu bekommen, während die Veranstalter von jedem Gast, also jeder, der im Publikum sitzt, da ein horrendes Eintrittsgeld verlangen als Spende. Das heißt natürlich, ja, wir wollen die Intelligenz verbreiten und den Weltfrieden und so weiter, aber er sagte dann, das Ganze war irgendwann wie Scientology, er musste dann ständig hier sein und das denken, und bei dem muss er klatschen, und der Veranstalter, wenn der auf der Bühne ist, dann muss er eine Standing Ovation geben, und wer macht das nicht? Und er hat irgendwann gesagt: Fuck you, I'm out of here. Und dann habe ich hier noch etwas Interessantes, und zwar geht es um den
den Schweizer Kleinkirchenführer Ivo Sasek. Der eine oder andere wird es natürlich bereits kennen von den AZK-Veranstaltungen. Also irgendwann hat man ja gesagt, man möchte ja auch Medien machen oder sich politisch beteiligen. Und das Ergebnis war natürlich dann äußerst gemischt. Also sehr viel Licht und Schatten, Hit and Miss. Immer weiter in den Negativschlagzeilen. Was natürlich dann auch ein schlechtes Licht auf mich wirft. Und hier ist zum Beispiel eine Stellungnahme. Ich meine, es gab ja von Anfang an, also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann rekrutiert werden sollte für diese Christengemeinde. Und ich dachte mir, naja, sieht aus wie eine ganz gewöhnliche evangelikale, protestantische, unabhängige Kirche. Davon gibt es in den USA sehr, sehr viele, glücklicherweise. Das ist nicht so zentralisiert. Und natürlich jeder hat ihre Eigenheiten und jede erhebt natürlich den universellen Anspruch. Das ist ja ganz klar, aber von mir aus. Und einige Kirchen, eine von diesen protestantischen Kirchen in den USA, den kleinen Unabhängigen, taten sich in der Vergangenheit hervor, eigentlich schon seit Jahrzehnten, zusammen mit der John Birch Society und so weiter und so fort, mit Sachen der Aufklärung. Also sie sprachen über die neue Weltordnung, über die diabolischen Aspekte der neuen Weltordnung, die okkultistischen Aspekte der neuen Weltordnung. Diese unabhängigen Kirchen sprachen sich gegen New Age aus und leisteten einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Alex Jones aus Austin, Texas, natürlich auch christlicher Hintergrund und viele im Publikum sind Christen. Also dachte ich mir, okay, gucke ich mir das Ganze doch an. Für diese Kirche als Mitglied rekrutieren lassen, das war natürlich dann für mich keine Option. Stattdessen wurde ich dann gefragt, ob ich einen Vortrag halten sollte bei Veranstaltungen, die sich mit der neuen Weltordnung beschäftigen. Da dachte ich, okay, mache ich einen Vortrag. Und man findet das Ganze natürlich immer noch online. Das war, glaube ich, die zweite solche Veranstaltung und dann kam halt immer mehr und mehr und die Gäste wurden dann immer unterschiedlicher, also teilweise auch wirklich horrende Gäste. Glaube ich, der absolute Tiefpunkt war ein Vertreter von Scientology. Und das Argument von den Veranstaltern hieß dann, naja, aber wir möchten doch den Unterdrückten eine Chance geben zu sprechen. Nun, Scientology ist eine Multimilliarden-Dollar-Veranstaltung weltweit, die weite Teile der Gesellschaft infiltriert hat. Ich glaube nicht, dass die ein stützendes Bein brauchen, oder also dass sie ein Leg-up brauchen, um noch erfolgreicher zu werden. Also diese Argumentation erschließt sich mir definitiv nicht. Und ich habe dann auch nicht auf diese Einwände gehört von den großen Kirchen natürlich, wie die katholische Kirche vor Skandalen fast schon überquellen, also von denen dann belehrt zu werden, das ist natürlich dann für keinen wirklich denkenden Menschen interessant. Wenn man dann sagt, naja, aber Ivo Sasek hat irgendwann mal was von der Züchtigung von Kindern gesprochen, was in der Bibel drinsteht, also es ist natürlich dann gang und gäbe geworden, dieses Cherry-Picking. Man sucht sich dann die schönen Stellen, die einem gefallen, raus, das andere lässt man halt irgendwie weg. Natürlich kann jeder das Ganze interpretieren, wie er will. Aber natürlich kann dabei auch Kraut und Rüben rauskommen. Man hat eben nicht diesen Fels, dieses totale in Stein gemeißelte, wo man sich dran halten kann, sondern es ist halt eben sehr, sehr konfus und man muss hier sein eigenes Hirn anschalten und nicht einfach jemandem hinterherlaufen. Also diese Einwände waren für mich nicht sonderlich interessant. Stattdessen findet man hier zum Beispiel eine sehr, sehr detaillierte Stellungnahme. Das Ganze, glaube ich, von Evangelikalen geschrieben. Natürlich kriegt Ivo Sasek auch von Evangelikalen seine Kritik ab. Über seine Irrlehren. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, diesen Text hier zu lesen. Das sind, glaube ich, 16 Seiten. Hat man eigentlich ziemlich schnell durch. Das Ganze auch mit sehr, sehr langem Quellenverzeichnis. Können Sie sich auch runterladen. Und es ist dann doch interessant zu sehen. Natürlich, man kann sich dann die Arbeit machen und das Ganze selber noch nachrecherchieren, bis ins allerletzte Detail. Aber es ergibt sich dann noch hier ein ganz, ganz ein deutliches Bild. Das mir natürlich dann verborgen blieb, als ich rekrutiert werden sollte. Also es basiert hier auf die meisten Quellenangaben, es stimmt, glaube ich, sind, glaube ich, Textstellen von Ivo Sasek. Also es war ein hedonistischer Automechaniker. Das war halt einfach die Zeit, der in einer Sackgasse landete.
also manche Quellen sprechen dann von, war halt Schlagzeuger in einer Band und was ich halt die wilde Zeit damals, viel Sex und auch ein bisschen rumgemacht mit Okkultismus, laut einigen Quellen, natürlich bestätigt, ob das jetzt bestätigt ist oder nicht, kann jeder für sich selber nachgucken. Also was halt typisch war für die Zeit und viele Leute sind natürlich dann irgendwann, sagen dann, okay, ich fühle mich wie in der Sackgasse, ich fühle mich wie gegen der Wand, ich möchte jetzt was Neues, entdeckte dann das Christentum und wird zum fanatischen Prediger. Es gab viele solche Leute, die dann diesen Weg gemacht haben. Er schloss sich einer evangelikalen Gruppe an und kommt dann, glaube ich, über seine spätere Frau in Kontakt mit Material von amerikanischen Showbiz-Priestern, die auch sehr reich wurden. Und er wird selbst zum wohlhabenden Priester, der sich dann, und das ist der größte Kritikpunkt an ihm, der sich als absolute Priesterautorität Gottes vermarktet. Also natürlich, er stellt sich über die Bibel, seine Erfahrungen, seine Schauungen stehen dann letztendlich dann doch noch darüber. Die Suchenden werden dann ausgefragt in solchen Sessions. Und wenn sie nicht attraktiv genug erscheinen, dann werden sie weggeschickt. Und ist schon ein bisschen dick aufgetragen. Die Hollywood-Bühnenshow, was man aus Filmen entlehnt hat teilweise und aus Popmusik und aus amerikanischen Priestervorbildern. Natürlich da dort sehr, sehr erfolgreich waren, finanziell auch vor allem. Also wirklich sehr dick aufgetragen. Und trotz allem drang er nicht in den Mainstream vor. Also es gelang nicht das, was den amerikanischen Pop bis Populärpriestern, was denen gelungen ist, gelang hier nicht. Die Mainstream-Kirchen ließen ihm keinen Marktanteil zu und dann gründete er eben verschiedene Projekte, um sich in seiner Organisation zu verbreiten. Zum Beispiel machte er mehrere Filme, die natürlich dann Entertainment sind, aber auch aufmerksam machen sollen auf seine anderen Tätigkeiten, und er gründete die AZK, Antizensurkonferenz, wo ich dann auch mal einen Beitrag für gemacht habe über die neue Weltordnung. Und das Bizarrste an der Veranstaltung war, das Publikum klatschte bei wirklich allem. Also viele haben mir im Laufe der Zeit gesagt, hey, ich bin über die Organisation und diesen Vortrag auf dich gestoßen und super Vortrag. Ich fand auch, er war ganz gelungen. Das Problem war allerdings bei diese Veranstaltung, selbst bei den absolut horrendesten Gästen, die unlogischsten, lächerlichsten, bizarrsten Gäste, das Publikum klatscht genauso minutenlang und feiert wirklich alles, was da auf die Bühne kam. Einer der Tiefpunkte war auch ein esoterischer New Age Autor, der dann das eigentlich hauptsächlich christliche oder angeblich christliche Publikum dazu brachte, einem esoterischen Ritual zu folgen, und alle schickten dann irgendwie ihre Liebe aus an irgendwelche Feinde, also an die Bad Guys auf dem Planeten. Eigentlich hätte jeder Christ natürlich dann protestieren müssen. Also wie schon erwähnt, die Bibel tritt dann in den Hintergrund, das können sie dann auch nachlesen und sich eben selbst ein Bild machen davon. Die Bibel sei ein manipuliertes Werk, es wird dann fortlaufend weiter gewurschtelt und so weiter, und sein Wort, seine Visionen seien wichtiger. Und das finden wir natürlich bei ganz, ganz vielen Priestern, aber vor allem New Agern. Das sehen wir auch natürlich beim Freimaurertum, das sehen wir eigentlich bei allen Organisationen, die sich auf bestehende Systeme draufpfropfen und sagen, naja, ich mache das besser. Man muss natürlich nachprüfen, machen die das wirklich besser? Haben die wirklich einen besseren Durchblick? Oder pflanzen die sich einfach nur anderen Sachen auf und ändern das, so wie sie es eben gerade meinen? Also er vergleicht seinen Dienst mit dem Dienst Johannes des Täufers, spricht dann von Konzepten, die eigentlich im Christentum so nicht enthalten sind. Unsterblichkeit auf Erden gäbe es, dann kam die Reinkarnationslehre dazu und auch eine Karma-Lehre. Und es werden dann natürlich händeringend irgendwelche Bibelstellen gesucht, die man dann irgendwie damit in Einkehr bringen kann. Und das Interessante ist, es wird dann zitiert aus esoterischen Quellen. Und zwar haben wir hier ägyptische, außerbiblische, gnostische Werke. Das Thomas-Evangelium, die Piste Sophia. Es heißt also, die armen Menschen heute müssen im früheren Leben schlecht gewesen sein, deswegen sind sie jetzt arm. Macht natürlich keinen Sinn. Ist natürlich auch ein ganz, ganz übles Element in fernöstlichen Religionen, diese Karma-Lehre. Also warum soll ich jemandem helfen oder warum soll ich jemandem
groß viel Hilfestellung leisten, weil er büßt doch für seine vergangenen Sünden. Natürlich die Frage auch, sind jetzt die Rockefellers dieser Welt im vergangenen Leben gut gewesen, weil sie jetzt so erfolgreich sind? Das ist natürlich haarsträubend. Diese zitierten Quellen sind zum Beispiel Origenes, der von dem esoterischen New Age Christengruppen sehr oft zitiert wird. Er war jemand, der sich fast zu Tode hungerte und sich, glaube ich, selbst kastrierte, um Erleuchtung zu erlangen. Rudolf Steiner waren große Fans von diesem Typen, der auch sich auf das Christentum draufgepflanzt hat und gesagt hat, ja, ich habe das jetzt weiterentwickelt. Und natürlich die etablierten Christen sagten, nein, das hast du nicht. Das ist eine klassische Diskussion. Natürlich auch eine breitere Diskussion, weil New Age hat zum größten Teil das Christentum infiziert und infiltriert. Und die New Ager sagen dann, die Okkultismus und Gnostizismus, die Möglichkeit, selbst göttliche magische Kräfte zu erlangen, wir sind hier nur im Körper gefangen und fliegen dann nach unserem körperlichen Tod hier irgendwie als Götter durch die Gegend. Diese okkulten Inhalte, die Vertreter sagen, wir waren zuerst da, die Christen kamen später, haben von uns alles geklaut. Und die stark gebildeten Christen sagen dann, nein, eben nicht, wir waren sehr, sehr früh da. Und dann haben sich eben Römer und andere Okkultisten und so weiter eben an uns drauf gepfropft und haben unsere Religion dann verändert. Ich meine, jeder New Ager wird Ihnen sagen, ja, irgendwelche Schriftrollen ausgegraben in Qumran und sonst wo bestätigen diese These, dass die New Ager irgendwie die Ersten waren. In Wirklichkeit wurde da eigentlich kaum was manipuliert in den ganzen, also wenig manipuliert von einem alten Schriftrollentext im Vergleich zu modernen Texten. Natürlich gab es massenhaft Übersetzungsfehler und es war natürlich eine politisierte Geschichte, die Bibel zusammenzustellen. Also sie merken, dass es ein komplexes Feld und einfach nur jemandem hinterherzulaufen, ist definitiv nicht das Richtige. Also Rudolf Steiner und Max Heindl waren große Fans von diesem Origenes oder Origen oder wie auch immer. Man machte dann diese Schulen auf, Gurdjieff und so weiter. Alle großen Esoteriker waren auf dieser Schiene. Und sie brachten dann diese fernöstlichen Elemente mit hinein. Die Meditationstechniken, auch dann die Rauschdrogen und so weiter. Und dieses Muster habe ich schon unglaublich oft gesehen. Also so sehr viele Rohkost-, Öko-prominenten Figuren hier in dieser Welt. Es ist meistens nur das klassische Muster. Früher waren sie erfolglose Rockmusiker, Okkultisten und total drogenabhängig, landeten meistens dann irgendwann sogar in der Klapse, sind also voll gegen die Wand gefahren und entdecken sich dann neu als fundamentaler Christ, aber die New Age-Einflüsse bleiben immer da und kommen dann auch später sehr stark wieder. Ich meine, als ich dann jetzt bei Sasek zum Beispiel gehört habe, Karma und Reinkarnationslehre und so weiter, da war dann schon ziemlich klar, dass natürlich dann der New Age-Esoterik-Einfluss hier einfach stark Fuß gefasst hat. Das werden natürlich die Vertreter ganz, ganz anders sehen und sagen, nein, das war zuerst da. Aber das, meine Damen und Herren, das dürfen Sie dann für sich entscheiden, was Sie letztendlich hier akzeptieren, welche Glaubensinhalte und ob Sie wirklich glauben, dass diese Menschen auf einer Bühne tatsächlich über all diese Dinge wirklich Bescheid wissen und wirklich Gott schauen und Gottes absolutes Werkzeug sind und einfach ihnen helfen können, erfolgreich zu sein, glücklich zu sein. Fragen Sie sich das, meine Damen und Herren, und akzeptieren Sie keine einfachen Antworten. Hier, was er geschrieben hat, noch zu die Konfrontation Jesse Ventura und David Icke. Ich habe das vor kurzem mal auf YouTube dann zum ersten Mal gesehen. Jesse Ventura, natürlich sehr, 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 sehr nüchtern und logisch und er ist ein Atheist und er sagt dann halt, er hält das für Blödsinn, diese Lehre von David Icke, konfrontierte David Icke auch damit und sie schätzen dann, wie viel David Icke verdient im Jahr damit. Das ist natürlich die Frage, wie akkurat diese Schätzungen sind, aber die Frage war definitiv berechtigt und David Icke meinte dann, naja,
man müsste sich jetzt diese stundenlangen Talks anhören und stundenlange Bilder anschauen, die Interpretation dieser Bilder anschauen, um dann es für möglich zu halten, dass die Weltelite besteht aus Reptilienwesen aus anderen Dimensionen, die dann ihre Form ändern können. Ich meine, das ist eben der Punkt. Man verspricht ihnen klipp und klare Inhalte und letztendlich müssen sie sich dann unglaublich viele Interpretationen anhören, ohne dass da wirklich eine klare Methode drinsteckt. Ohne dass wirklich eine klare Methode drinsteckt, wo sie sagen können, okay, das hat Hand und Fuß. Das haben wir auch bei Sitchin gemerkt und bei Leuten wie Erich von Däniken gemerkt, die dann einfach ihre Übersetzungen erfinden und ihre Bildinterpretationen erfinden und damals wirklich Millionen verdienten oder sehr, sehr viel Geld damit verdienten, mit Sachen, die wirklich aus dem Ärmel geschüttelt wurden. Was die Leute damals natürlich aufgenommen haben mit absoluter Begeisterung, weil sie glaubten, mit diesem Wissen könnte man irgendwie, ja, selber persönlich erfolgreich sein oder glücklich sein oder was auch immer, gerettet werden. Und all diese Dinge. Okay, kommen wir zum Schluss der Sendung zu Simón Bolívar und das große Dilemma. Welche unmöglichen, schwierigen Entscheidungen muss man treffen als Mensch, um tatsächlich was zu verbessern im größeren Stil? Welche paradoxen Dinge treten auf, muss man tun? Man kann hoffen, hinterher noch ein Mensch zu sein, um sein Ziel näher gekommen zu sein und nicht alles einfach nur schlimmer gemacht zu haben. Simón Bolívar, Freimaurer, Freibeuter und Legende Südamerikas auf recenter.com. Gucken Sie sich diese Story an und lesen Sie auch mal Mainline History über diverse Figuren. Simón Bolívar, einer der bekanntesten südamerikanischen historischen Figuren, Nationalheld vieler südamerikanischen Länder, insbesondere Venezuela, führte die Unabhängigkeitsbewegung an gegen die spanischen Kolonialherren in den heutigen lateinamerikanischen Staaten Venezuela, Kolumbien, Panama, Ecuador, Peru und Bolivien. Und sein Leben begann als Privilegierter, der Befreier war, in eine Sklavenhalter-Treiberfamilie reingeboren. Also er kommt nicht wie andere Revoluzzer aus den armen Familien im Schmutz der Straßen, sondern er hatte es bequem, er war privilegiert, auf dem Rücken mittelloser Landsmänner. Urpatriarch des Bolívar-Clans, bekam mehrere Ländereien, Sklavenplantagen überschrieben. Die Familie bezog auch Reichtum aus Edelmetallminen in Venezuela. Erst waren dann einheimische Semisklaven, diese Encomiendas, und später dann schwarze und einheimische Sklaven, die absolut keine Rechte mehr hatten. Dann von Seiten seiner Mutter erbte er noch die Kupfermine bei Cocorote. Das war sein Hintergrund. 1803 wurde Simón Bolívar in die Freimaurerloge Lautaro im spanischen Cadiz aufgenommen. Dort traf er dann seine späteren revolutionären Mitstreiter wie José de San Martín. 3 Jahre später erhielt er den 3. Grad Meister in der Scottish Mother of St. Alexander of Scotland in Paris. In London besuchte er regelmäßig die Loge The Great American Reunion, die von Francisco de Miranda gegründet worden war. Dieser Mann wird auch noch sehr, sehr wichtig. Im April 1824 brachte Bolívar es zum 33. Grad Inspector General Honorary. Und seinerzeit existiert eine vehemente Konkurrenz zwischen dem britischen Imperium und dem spanischen Königshaus um die Kolonien und die Dominanz auf den Weltmeeren. Das von den Briten geführte Freimaurertum war der geeignetste Tarnschirm für verdeckte Kriegsführung gegen die Spanier, wo auch ein Netz aus Logen das Land überzog und alle wichtigen Institutionen abdeckte. Französische Revolution war ja auch eine Freimaureroperation. Vorgeblich ging es um Freiheit, Frieden, Brüderlichkeit und Friede, Freude, Eierkuchen. In Wirklichkeit wollte nur eine Machtelite eine andere loswerden, nämlich das französische Königshaus. Man hat also auch wieder Leute rekrutiert unter falschen Vorgaben. Das war ja auch gerade früher so schwierig, weil Leute nicht diesen Überblick hatten, wie wir ihn jetzt haben. Wir können die Geschichte aufdröseln und für unsere Zukunft lernen. Also die Briten, das britische Imperium hielt sich diese Revoluzzer, die natürlich eigentlich ihre Heimat hatten in Südamerika, was aber kontrolliert wurde von den Spaniern. Man hielt sich diese potenziellen Revoluzzer warm, bis die Zeit reif war. Bolivarzelle namens Caballeros Racionales, die wählte London für ihren Sitz. Und Francisco de Miranda bekam von der Royal Treasury, also dem königlichen Finanzkasse, ein jährliches Gehalt, das es ihm zumindest ermöglichte, sein Netz zu spinnen. Er musste also für seinen Lebensunterhalt nicht arbeiten, er konnte sich voll und ganz auf sein Netzwerk konzentrieren. Zuvor studierte er in Madrid, ausgerechnet, um dann später die
gegen die Spanier vorzugehen und trat in Spanien auch in den Militärdienst ein. Er bekam dort die Erfahrung beigebracht, die er dann gegen die Spanier auch einsetzte. Ist das nicht interessant? Anfang 1782 bekam er Post aus seiner Heimat Venezuela. Man wollte ihn in Venezuela haben als Militärführer. Er hatte ja ausgerechnet den Briten eine militärische Festung abgenommen. Also mit den Briten war er ja auch eigentlich verbündet. Das ist nicht interessant. Und er unterzeichnete dann, er bekam dann eben den Appell aus Venezuela, er soll doch eine Aufstandsbewegung anführen, die Oberschicht in Südamerika, natürlich auch meistens Tyrannen, die sagten dann, wir wollen den nicht mehr die Kontrolle und die Steuern zahlen an die Spanier, deswegen kämpfen wir jetzt vorgeblich für die Freiheit der Menschen hier, für Unabhängigkeit. Miranda ging dann auch in die USA, traf Washington, Thomas Paine, Alexander Hamilton, da kam aber nicht sonderlich viel bei raus. Und Großbritannien förderte die südamerikanische Unabhängigkeitsbestrebungen, weil man sich dadurch einer Stärkung des britischen Handels in diesem Teil der Welt erhoffte. Und Miranda unterhielt gute Kontakte zum britischen Premierminister Pitt, bekam halt eben dieses Geld pro Jahr. Simon Bolivar verfolgte seit jeher radikale Pläne, sein Name sollte sich unauslöschlich in das Gedächtnis des Kontinents einprägen und als Symbol für dessen Unabhängigkeit und Identität gelten. Bolivar war der zukünftige Befreier Südamerikas, er wurde allerdings Diktator Südamerikas. Und diese beiden, Miranda und Bolivar, waren lange Zeit enge Freunde, bis der einen anderen verraten hat. Miranda hatte die militärische Erfahrung, der andere war politisch eher geschickt, hatte auch eher das Geld und die Connections. Man kämpfte erst einmal und es gelang tatsächlich dann eben die Spanier zurückzudrängen. Aber das neue Gran Colombia zu halten, also das ein Monsterstaat, also auch wieder viel zu große Pläne hier, ein Monsterstaat, das sind dann heute in etwa die Länder, wo haben wir es hier? Das waren dann Teile, also heutige Venezuela, das sind dann Teile von Kolumbien und. Viel zu viel, was die sich da vorgenommen hatten. Und irgendwann waren die Kämpfe dann gegen die Aufständischen, weil die neuen Aufständischen kamen, das war dann nicht mehr machbar. Miranda blieb dann nur noch die Flucht. Miranda wurde allerdings verraten von seinem Freund Bolivar, an die Behörden übergeben, saß dann bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis. Bolivar wollte man dann doch als Figur haben, um zu regieren. Dann im September 1821, der neue Superstaat Gran Colombia entspricht dem heutigen Staaten Kolumbien, Panama, Venezuela, Ecuador, nördliches Peru, Nordwesten Brasiliens. Und die Kontrolle über Gran Colombia gestaltete sich äußerst schwierig, worauf eine neue Verfassung entwarf, einen Präsidenten auf Lebenszeit und der Möglichkeit, den eigenen Nachfolger zu bestimmen. Und am 27. August 1828 ernannte er sich einfach selbst zum Diktator. Glücklicherweise überlebten persönliche Aufzeichnungen den Befehl zur Vernichtung, die Konfrontation seiner liberalen Ansprüche mit der Realität dokumentieren. Also die Ansprüche sind das eine, die Realität ist das andere. Das Vorbild USA, heißt es, sei ein fruchtbarer Boden gewesen für Demokratie im Gegensatz zu Südamerika, wo man extreme Kompromisse eingehen müsste. Für den Fall der Ersten Republik machte er seine Untergeordneten verantwortlich, die zu naiv gewesen seien, um die harsche Realität in Südamerika zu begreifen. Natürlich kann diese Abhandlung hier auf reasonable.com nicht den gesamten Charakter Bolivar erklären und seine Handlungen erklären und die Umstände erklären, sondern es soll nur ein Denkanstoß sein an Sie, meine Damen und Herren, um eben zu merken, wie schwierig es ist. Also wie stark soll man sich einmischen, wie stark soll man sich betätigen, wie soll man sich betätigen? Was erwartet einen dort alles? Der Verrat, die Intrigen, die Kompromisse, die man eingehen muss, vielleicht irgendwann sogar schlechte Kompromisse und am Ende kommt wieder nur eine Diktatur bei raus. Oder man schafft es tatsächlich, dass genügend vernünftige Menschen so viel Kontrolle haben, dass sie die verrückteren und psychopathischeren Leute unter Kontrolle im Schach halten. Der ewige Kampf, meine Damen und Herren. Schließlich wurde Bolivar zur Legende und der Sozialist Hugo Chavez war einer der größten Verehrer Bolivars. Nach ihm benannte die Neue Republik Venezuela, gilt als Säulenheiliger, haben, glaube ich, sogar die Knochen ausgraben lassen, von so einer Leichenschändung betrieben. Fast schon so eine Art magische Beziehung von Chavez zu Bolivars Gebeinen.
Es wird auch gemunkelt, dass Hugo Chavez Freimaurer war, dass es in Südamerika nicht gang und gäbe. Die Schriften des großen Vorbilds wurden natürlich großzügigst uminterpretiert, um zu Chavez' Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu passen. Chavez natürlich auch ein großer Rekruteur, hat viele Leute rekrutiert für seinen Befreiungskampf, versuchte es 1992 mit einem gewaltsamen Militärputsch. Das ging schief, er ging in die Politik und holte sich dann die Wählerstimmen, wurde dann zum neuen Diktator, der dann das ganze Geld verteilt, natürlich unter seinen Vertrauten und Familienmitgliedern. Und natürlich in der Presse, man konnte kein schlechtes Wort mehr sagen. Eine Zeit lang konnte man ihn natürlich dann beschimpfen in den Medien. Der Westen versuchte natürlich seinen CIA-Putsch, das wird jetzt auch wieder kommen. Aber nichtsdestotrotz, man durfte auch aus legitimen Motiven Chavez und seine Regierung nicht mehr kritisieren. Ansonsten bekam man eine Anklage wegen Verleumdung. Auch eine absolute Verbrechenshochburg. Venezuela, Bekannte von meiner Frau waren dort mal eine Zeit lang und sie sagen, jeder noch so kleine ärmliche Laden ist dort zugegittert und vernagelt mit Stacheldraht und also kein schöner Platz, um zu leben, noch einer der unsichersten Orte, um zu leben. Also auch wieder ein Mann, Hugo Chavez, wird rekrutiert von einer kommunistischen Bewegung. Es heißt, die FARC und andere Gruppen hätten ihm das Geld gegeben, natürlich auch die Soldaten gegeben, um sich da aufzuschwingen als Proxy, als Frontmann. Wurde natürlich umworben und umgarnt von den KGB-Leuten, mit denen er auch gute Kontakte hatte Zeit seines Lebens. Chavez meinte, er ist großer Fan von Mao oder fand das sehr, sehr interessant und toll. Haarsträubender Dummfug. Ließ sich also selbst rekrutieren und er rekrutierte wiederum neue Leute. Und er pfropfte sich dann auf den Sozialismus obendrauf und er pfropfte sich auf die Legende Simon Bolivar obendrauf und interpretierte natürlich, wie es also auch christliche Gruppen heute machen, interpretiert er natürlich alles nach eigenen Bedürfnissen und Wünschen um. Chavez machte sich natürlich auch mit der Begründung von absoluten Notwendigkeiten zum Diktator. Man muss auch ihm zugestehen, der Druck auf ihn war so hoch, dass man sich fragen noch muss, gab es überhaupt einen anderen Weg? Hätte er, was passiert eigentlich, wenn man die Zügel loslässt? Ja, kommen dann die ganzen CIA-Attentäter und geben dir Turbokrebs, was überhaupt keine Schwierigkeit ist. Ich meine, ich habe mich gewundert, dass Chavez und andere überhaupt noch die Frage stellen, ja, ginge das, haben die USA vielleicht die Möglichkeit? Alle großen Geheimdienste auf der Welt haben seit langem zig Möglichkeiten, Leuten Krebs zu verpassen und andere tödlich verlaufende Krankheiten zu verpassen. Eines der einfachsten Dinge überhaupt. Aber dazu muss man natürlich erstmal die ganzen Texte wälzen. Was haben wir hier noch? Wir werfen noch einen letzten Blick auf unsere Zuschriften hier am Freitagabend. Eventuell schaffen wir es am Sonntag einen Trailer zu veröffentlichen, eine Art Vorschau für unseren IWA-Bericht. Die IWA und Outdoor Classics Messe in Nürnberg. Waffen, Waffenrecht, Outdoor, Kleidung, alles mögliche. Die ganzen großen Hersteller sind dort vertreten. 5-11 Tactical, Helikon, glaube ich, da sein. MMB soll da sein. Und so weiter, und so weiter, und so fort. Okay, ich bin durch mit meinem Material für heute. Sie finden natürlich die Aufzeichnungen auf recenter.com. Im Verlauf des morgigen Tages auch die MP3 und den YouTube-Upload. Posten auch gelegentlich hin und wieder einzelne Ausschnitte aus der Sendung. Leute fragen, können wir nicht den zweiten Teil des Interviews Alex Jones mit Immortal Technique separat veröffentlichen? Können wir auch gerne machen. Finden das auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben auch unser Facebook-Profil wieder aktiviert. Leute haben uns nachgebohrt und nachgebohrt. Viele benutzen einfach Facebook, obwohl wir natürlich davon abraten, für wichtige Sachen Facebook zu verwenden. Die Leute fordern es. Wir posten halt zumindest unsere Stories auf Facebook. Man findet den Link ebenfalls auf recenter.com. Schauen Sie auch rein in unser Forum unter forum.recenter.com und natürlich in unseren Recenter-Shop unter shop.recenter.com. Dieser macht unsere Sendung möglich. Wir sind keine Religion, wir sind keine GEZ-finanzierte Veranstaltung. Wir kriegen auch kein Geld von irgendwelchen windigen Stiftungen oder irgendwelchen anderen Organisationen. Wir sind finanziert durch die Kunden unseres Recenter-Shops. Wir haben noch eine Aktion laufen, noch 2 Tage, 5 Stunden, 19 Minuten und 33 Sekunden. Energy 5 Kompaktweizenriegel, Emergency Food für 115 Euro pro Karton, 24 mal 500 Gramm, 115 Euro, absoluter Kampfpreis. Wir haben ab und zu diese Aktion. Das ist immer ein sehr guter Einstieg in Prepping.
Es gibt also kaum etwas Kompakteres, etwas Ergiebigeres und Günstigeres als das. Wenn Sie Interesse haben an anderen Langzeitlebensmitteln, dann schauen Sie hier rein unter shop.recenter.com. Wir sind auch gerade dabei, Legacy Premium Food zu importieren. Wir werden, glaube ich, die ersten in Deutschland, die das machen. Und natürlich auch sehr preislich interessant für Sie. Das Ganze ergänzt sich selbstverständlich. Sie können also Gerichte erweitern mit Energy 5. Sie können völlig andere Sachen noch zusätzlich bunkern, selbstverständlich mit Energy 5 anreichern oder halt eben mit Legacy Food anreichern oder mit Innova Sachen anreichern. Wir haben auch Wasserfilter, vergessen Sie nicht, Wasser ist ein unterschätztes Thema, es gibt immer weniger Trinkwasser auf der Welt. Die Trinkwasserproduktion ist ein sehr, 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 sehr heikles Thema, sehr energieaufwendig, sehr schwierig, sehr teuer, sehr wichtig und in den Händen weniger Konzerne und weniger zweifelhafte Regierungen. Also bereiten Sie sich auf jeden Fall vor, meine Damen und Herren, dass Sie im Notfall auch eine Zeit überbrücken können mit Trinkwasser. Wir machen in Zukunft auch wieder mehr über Prepping, praktische Tipps, zeigen Ihnen Videomaterial, auch ein bisschen was wir hier betreiben. Und selbstverständlich finden Sie hier auch Bücher. Wir haben zwei neue Bücher aufgenommen. Und zwar Der Reichstagsbrand, nicht die komplette Ausgabe leider, aber es ist zumindest von den Autoren, das ist glaube ich eine kurze Fassung, von diesem 800-Seiten-Monstrum, eines meiner absoluten All-Time-Favorite-Bücher, die gibt es leider noch gebraucht für horrende Preise. Hier finden Sie eine, glaube ich, 300- bis 400-Seiten-Fassung. Alexander Bahar und Wilfried Kugel, Der Reichstagsbrand, in einem total linken Verlag erschienen, aber trotzdem eines der wichtigsten Bücher, meine Damen und Herren. Ganz, ganz interessant. Bahar und Kugel, Der Reichstagsbrand. Hier bei uns im Recenter Shop. Wenn Sie vielleicht erinnern, das Original war so dick wie das Telefonbuch von Tokio. Und ein weiteres neues Buch ist Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU. Also hier können Sie Ihre linken Globalistenfreunde informieren und ein bisschen schocken damit. Weil normalerweise heißt es ja, oh, Sie sind gegen die Europäische Union, ja, Sie müssen doch ein nationalistischer Kampf-Nazi sein oder sonst was. Nein, zeigen Sie Ihnen einfach dieses Buch, Walter Hallstein, diese ganzen Typen. Und zeigen Sie, was hinter der Europäischen Union wirklich, wirklich steckt. Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU. Veröffentlicht von Dr. Rath Education Services für 12,80 Euro. Und dann haben wir noch aus dem gleichen Verlag ein Buch hier. Auch ein ganz, ganz toller Klassiker eigentlich jetzt schon. Ultra gut geschrieben, also wirklich ganz, ganz dickes Lob hier. Stefan Nuding, Profit vor Menschenrecht, die Geschichte des Kontergan-Verbrechens vom Dritten Reich bis heute. Also glauben Sie nicht, dass es einfach nur langweilige Nazi-Schelte, sondern das ist einfach nur ein absoluter Thriller, ein totaler Krimi. Und Sie kriegen einfach eine sehr große Weitsicht, denn natürlich auch die Rechten versuchen zu rekrutieren nach Kräften und die Rechten lügen bei ihren Rekrutierungsversuchen natürlich auch, bis sich die Balken biegen. Natürlich auch neue Bücher über den IPCC von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde. Hier von 1990, ganz, ganz wichtige Sachen. Und vergessen Sie auch nicht, unser Bekleidungssortiment. Neue Sachen, 5-11 Tactical Utility T-Shirt, Hemden im Dreierpack. Sehr robust, sehr langlebig, geeignet für alle Lebenslagen. Das 5-11 Tactical Rapid Assault Shirt, Tac-Dry Rain Shell Jacke, Paragon Soft Shell Jacke, das 5-11 Tactical Hemd, das klassische Hemd, die 5-11 Tactical Hose, die ursprüngliche Helicon Defender Polo Hemd. Wunderschöne Sachen. 5-11 Tactical immer ein bisschen teurer. Helicon immer natürlich mit den Kampfpreisen. Suchen Sie einfach das Passende raus. Ich trage gerade die Helicon Patriot Jacke, wenn mich alles täuscht. Eine Helicon Patriot Fleecejacke, also wie ich so begeistert von. Insbesondere den Fleece-Sachen und den Softshell-Jacken. Und wir sehen auch die ganzen Händler auf der IWA morgen. Wir zeigen Ihnen dann den Messebeitrag in der nächsten Sendung am Dienstag. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende. Viel Glück und viel Erfolg.